Moin Leute, willkommen wieder zu einem speziellen Video. Dieses Recom-Zelt von Miltech steht schon seit ein halbes Jahr draußen. Es war Wind und Wetter ausgesetzt. Und was damit passiert ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also bleibt dran! Das ist natürlich jetzt der extreme Test. Könnt ihr euch noch an dieses Zelt hier erinnern? Wie ich das vor einem halben Jahr, also Anfang des Jahres, mal aufgebaut habe? Seitdem steht das hier durchgehend. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, ob es denn durchgeregnet hat. So sieht das Ganze hier von innen drin nochmal aus. Wie gesagt, hier oben war wohl mal eine Wasserpfütze. Ich werde das gleich mal abbauen und schauen, ob das hier auch auf die andere Folie gekommen ist. So wie es aussieht, ist es nicht feucht geworden. Also gut im Schuss, könnte man sagen. Aber das mit der Höhe, ne? Das ist immer noch sehr klein. Man hat noch Platz, sich auszuziehen oder sich anzuziehen, aber alles in Liegen. Man hat hier mehr Platz als in so einem Biwaksack, der eigentlich nur aus einem Sack besteht und einem Gestänge. Ja, und hier passt der Rucksack in Notfall noch an der Seite ran. Und wie gesagt, wir bauen das jetzt mal auseinander und schauen, ob es wirklich wasserdicht war. So, ich habe noch ein kleines Experiment vor, bevor ich das auseinanderbaue. Ich sorge nämlich jetzt selber mal dafür, für ganz großen Regenschauer. Das heißt, wir kippen einfach mal hier was drauf und schauen, ob es gleich durchkommt. Das ist natürlich jetzt der extreme Test. Das ist jetzt natürlich der Extremtest, ne? So, und dann schauen wir unten einfach mal, ob hier irgendwas angekommen ist. Nein. Staubtrocken. Und hier oben auch nichts Feuchtes. Aber man sieht hier, da ist das Wasser. Ich weiß jetzt auch nicht, warum sich hier damals eine Kuhle gebildet hat. Das kann daran liegen, dass das seit ein halbes Jahr hier draußen war und nicht abgespannt war. Das heißt, das Material hatte Zeit, sich zu bewegen. Und ja, wenn ich abspannt, ne, der riskiert natürlich hier so eine kleine Wasserpfütze. Aber ihr habt es gesehen, es kommt nicht durch. Am Anfang des Jahres hat es ja noch geschneit gehabt und da war es auch schon ein paar Tage draußen. Wie geil ist das denn? Ein Zelt für diesen Preis, was komplett wasserdicht ist. So, ich hatte das Zelt ja mal nachgespannt vor einem Monat. Das hat aber auch nichts mehr gebracht, hier die Kuhle rauszubekommen. Wie gesagt, das müsst ihr ganz am Anfang gleich machen. Sonst bekommt ihr ein Schwimmbecken. Ja, hier scheint irgendwie nichts aufgekommen zu sein. Und wenn da mal was durchkommt, dann ist es hier auch nicht mehr wirklich durchgekommen. Und wie gesagt, falls hier mal was auch aufkommen sollte, kann es auch hier ablaufen und dann hier unten rein schön an den Nähten weg. Hier ist noch die nasse Stelle und ich würde sagen, wir drehen das einfach mal um. Schauen mal, ob die Rückseite auch nass geworden ist. Gar nicht. Da ist nichts reingekommen. Die Nähte sind auf der Rückseite sogar verschweißt. Man muss sich das so vorstellen. Normalerweise regnet es auf das Zelt und dann fließt es ja an den Seiten ab. Damals, wo ich das hier aufgebaut habe, im Februar, ne, seitdem an gab es ja, ich glaube, 3 Stürme. So, es gab Schnee, es gab Hagel, es gab alles so dazwischen. Nie ist es da drinnen feucht geworden. Und ich schlafe öfters hier draußen, da drinnen. Wie einfach das hier durchgeht. Auch hier haben die Entwickler sich Gedanken gemacht, weil bei den meisten Zelten, die ich bis jetzt hatte, war immer das oben hier, dieses Reinfädeln, immer viel zu eng. So, und hier lässt sich das ganz einfach durchschieben, weil man hier sehr viel Platz gelassen hat, damit es halt einfacher geht. Dann schauen wir uns mal den Platz hier drunter an. Oh ja, guck mal, ich habe vorhin nicht aufgeräumt. Und das drückte natürlich immer im Rücken. Natürlich kann man das Zelt, wenn es aufgebaut ist, einmal wegtragen, nochmal sauber machen, wieder hinpacken. Das wiegt ja nichts. So, hänge es nochmal auf zum Trocknen. Es hat ein halbes Jahr lang durchgehalten. Das heißt Frost, Regen, Sonne, Sturm, Wind, ne? Hagel, alles das hat es dann gehalten.
So, und selbst eine Eisscholle, die oben drauf sich gebildet hatte, hat das Produkt nicht kaputt gemacht. Die Nähte sind alle heil geblieben und das soll schon was heißen. Wenn so ein Produkt ein halbes Jahr lang draußen ist und da drin ist immer noch kein Wasser oder irgendwas kaputt, dann ist es doch ein Top-Produkt, oder nicht? Also, ich kann das nur weiterempfehlen. Das hat sich wirklich gelohnt, das mal ein halbes Jahr lang zu testen und draußen stehen zu lassen. Macht man normalerweise ja auch nicht. Ne? Man kippt ja auch keinen Liter Wasser oben rauf, um zu gucken, ob es durchregnet. Ne? Regen geht normalerweise von den Seiten runter und das war's dann. Aber dieses Produkt hat wirklich standgehalten. Der einzige Nachteil ist halt die Höhe mit dem Sitzen und dem Umziehen da drin. Aber das kann man auch im Liegen machen oder außerhalb vom Zelt. Da gebe ich 5 Sterne von 5, weil es hat durchgehalten, nichts ist kaputt gegangen. Top Qualität, Top Produkt.